Guten Tag, mein Name ist Klaus Michael. Ich bin Energieberater im Detmolder Niedrigenergieinstitut und ich möchte Ihnen jetzt ein Video zeigen zur nachträglichen Wärmedämmung von Betonflachdächern. Dazu schiebe ich mich jetzt erstmal selber aus dem Weg, dass ich Ihnen hier nicht im Weg sitze und Sie das Video gut sehen können. Da muss ich noch ein bisschen so auf die Seite, nein, auf die Seite gehen, dass ich gerade so an der Kante noch zu sehen bin. Genau, und dann geht's los. So, es gibt verschiedene Bauformen von Dächern. Oh, ich muss immer noch kleiner werden. Kleinen Moment. So, hier unten. Es gibt Häuser mit Schrägdach, die behandeln wir heute nicht. Es gibt Häuser mit Schrägdach und obersten Geschossdecken, die behandeln wir auch nicht. Es gibt Häuser, die haben nur oberste Geschossdecken unter einem Dachboden, die behandeln wir Häuser auch nicht. Und es gibt Häuser mit Flachdach, eingeschossig oder mehrgeschossig. Diese Häuser behandeln wir heute. Nur Häuser mit Flachdach. Es gibt verschiedene Methoden von Bauarten von Flachdächern. Es gibt Betonflachdächer, die behandeln wir heute, wo die Dämmung oben drauf liegt. Deswegen ist die ganze Betondecke warm und man nennt es Warmdach. Es gibt auch Warmdächer aus Holz mit Holzgestell drunter, die behandeln wir heute aber nicht. Und es gibt im Unterschied zum Warmdach auch Kaltdächer, bei denen liegt die Dämmung nicht oben drauf, sondern im Hohlraum drin, sodass die oberste Dachhaut kalt ist, weil sie außenseitig der Dämmung liegt. Die behandeln wir heute aber auch nicht. Heute geht es nur um die Betonflachdächer. Bei den Betonflachdächern gibt es nochmal zwei verschiedene. Es gibt das klassische Betonwarmdach. Warm, weil die Dämmung oben drauf liegt und eben aus Beton. Beim klassischen Betonwarmdach ist die Abdichtung, die hier blau gestrichelt ist, ganz oben drauf, die sogenannte Dachhaut. Vielleicht ist noch Kies drauf, kommen wir gleich drauf. Aber weil die Abdichtung oben liegt, liegt die Dämmung darunter im Trockenen. Und unter der Dämmung gibt es noch die Dampfsperre für einen anderen Zweck. Kommen wir auch gleich noch drauf. Das ist der übliche Flachdachaufbau bei Betonflachdächern. Es gibt aber auch, seltener, das sogenannte Umkehrdach. Bei dem Umkehrdach liegt die Dämmung im Feuchten, nämlich deswegen, weil die obere Schicht keine Wasserabdichtung darstellt, sondern die Wasserabdichtung liegt unten drunter. Also die blau gestrichelte Linie, die hier oben liegt beim Warmdach, liegt hier unten beim Umkehrdach. Die Dämmung liegt also gewissermaßen im Nassen oder im Feuchten. Das macht aber nichts, weil es eine feuchte, unempfindliche Dämmung ist. Und diese obere, hier grün eingezeichnete Schicht, ein Vlies oder ein anderes Material, dient nur dazu, die UV-Strahlung von dem Dämmstoff abzuhalten. Im Wesentlichen behandeln wir jetzt das Warmdach, das normale Warmdach, was eine oben liegende Dachhaut hat, vielleicht mit Kies drauf. So, welche Funktionsschichten gibt es beim Flachdach? Die muss man verstehen, wenn man die Bauphysik verstehen will. Die oberste Schicht ist ein eventueller Kiesbelag. Der Kies ist deswegen da, wegen seines Gewichtes, weil bei ganz starkem Wind es passieren kann, dass hier Sogkräfte entstehen, die an der Dachhaut nach oben ziehen und dass die dann nicht davon fliegt, muss ein Gewicht oben drauf. Der Kies hat noch weitere Aufgaben. Er dient als UV-Schutz. Früher hatte man Dachhäute aus Teerpappenarten oder Kunststoffen, aus frühen Kunststoffen, die gegen UV empfindlich waren. Die wurden durch den Schattenwurf des Kieses dann auch von der UV-Strahlung geschützt. Und der Kies hat noch eine dritte Funktion, nämlich unter ihm ist es etwas kühler, weil es meistens unter ihm auch ein bisschen feucht ist. Und das führt dazu, dass die Dachhaut, das Material der Dachhaut, keiner so hohen Temperaturbeanspruchung im Hochsommer ausgesetzt ist. Er hat dafür den Nachteil, dass er schwer ist, aber Dächer, die Kies drauf haben, sind auch auf das Gewicht des Kieses ausgelegt. Unter dem Kies ist dann die obere Wasserabdichtungsschicht, die Dachhaut. Darunter liegt im Trockenen die Dämmschicht, lose oder verklebt. Heute verklebt man sie meistens, früher lag sie lose, weswegen sie auch gegen Auffliegen gesichert werden musste. Und unter der Dämmschicht runter, hier rot gestrichelt eingezeichnet, ist die untere Dampfsperre und zugleich zweite Wasserabdichtungsschicht. Wasserabdichtung ist klar und Dampfsperre bedeutet, dass Wasserdampf, der aus der Raumluft durch den Beton durchdiffundiert, das ist ganz langsam, ganz wenig Wasserdampf, nicht von unten in die Dämmung eindringen kann und dort zu einer Benässung der Dämmung führen kann. Ganz zu unterst ist dann die Betondecke. So, wenn wir ein Umkehrdach haben, ist es von unten her genauso.
Aber eben die Schicht, die hier beim Warmdach nur die Dampfsperre und zweite Wasserabdichtung war, ist hier auch Dampfsperre, auch Wasserabdichtung, aber die einzige. Obendrauf ist keine mehr. Und dann ist ein feuchter, unempfindlicher Dämmstoff und ein Vlies und auch vielleicht eine Kiesschicht. Nee, sogar immer eine Kiesschicht, weil diese Dämmstoffe ja nicht verklebt werden können. Die liegen lose drauf. Die müssen also gegen Wegfliegen gesichert sein. So, Sie merken schon, es geht bei der Frage, wie man sowas macht, gleich um Physik. Deswegen kommt hier mal ein ganz kurzer Exkurs in die Bauphysik eines Betonflachdaches. Es geht im Wesentlichen um drei Themen, um den winterlichen Wärmeschutz. Das ist ein Teil der Physik. Im Winter soll durch das Flachdach wenig Wärme aus dem beheizten Raum nach oben in die Außenluft abfließen. Das ist ziemlich klar, das Thema. Im Unterschied zum Wärmeschutz gibt es den Hitzeschutz im Hochsommer, dass wenig Hitze, die von der Sonne oben auf das Dach scheint, in dem Raum drunter ankommt. Gibt es ein bisschen unterschiedliche Anforderungen an die Dämmstoffe. Und das Dritte ist eben der Feuchteschutz, dass die Dämmung, die, wenn sie eine trocken bleiben soll, wenn es also eine normale Warmdachdämmung ist, dass die auch wirklich trocken bleibt und nicht nass wird und dadurch schlechter dämmt. Zu dem Unterschied winterlicher Wärmeschutz gegen sommerlichen Hitzeschutz eine kurze Erläuterung. Das Problem ist eigentlich klar. Im Winter haben wir sternklaren Himmel vielleicht und haben außer dem Temperaturgefälle Innenraumluft zu Außenluft auch noch einen weiteren Wärmeverlust durch Wärmeabstrahlung in den Weltraum. Die führt zu einer zusätzlichen Auskühlung der Dachoberfläche. Das kennen Sie auch von Ihrem Auto. Welche Scheibe vereist immer als erste, wenn es draußen kalt wird? Das ist die schräg flach stehende Vorderscheibe, weil die eben zum Himmel zeigt, genau wie das Flachdach. Ne? Von oben kommt in einer kalten Winternacht keinerlei Wärmestrahlung. Deswegen hat das Haus Strahlungswärmeverluste nach oben zum Himmel hin, aber kriegt nichts zurück vom Himmel. Deswegen ist es die kälteste Fläche dann im Haus überhaupt. Ne? Und deswegen kann es dann unten drunter auch kühler sein. Und im Sommer kommt eben die Strahlungshitze von oben drauf, das Dach wird heiß und diese Hitze kann nach innen eindringen. Bei gleicher Dämmstoffstärke, nehmen wir mal an, 20 cm irgendwie, haben Sie im Winter schon einen super guten Effekt. Aber im Sommer kann es sein, dass Sie noch keinen so tollen Effekt haben, weil die Strahlungsintensität der Hochsommersonne doch so heftig ist, dass das Flachdach sich dann von oben her stark erwärmen kann. Wobei man aber sagen muss, bei Betonflachdächern ist es, wenn es zwischen Tag und Nacht regelmäßig Temperaturunterschiede hat, schon so, dass die überschüssige Wärme des Tages von dem schweren Beton erstmal eingespeichert wird und dann in der Nacht auch wieder nach oben abgegeben wird. Also starke Aufheizung von solchen Räumen unter Flachdächern hat man vor allem bei leicht gebauten Holzflachdächern, die wir aber heute hier nicht behandeln. Ja, jetzt kommt die Frage, wie sollen wir ein Betonflachdach dämmen? Sollen wir es überhaupt? Ist es nicht in Ordnung oder so, ne? Welche Qualität wünschen Sie? Ab wann gibt es Fördermittel? Welche Materialien kommen in Frage und woran sollten Sie bei der Montage denken? Ob Sie überhaupt eine Veranlassung haben, Ihr Betonflachdach zu sanieren, können Sie, außer ob es im Winter kalt wird oder im Sommer zu heiß wird, auch an was anderem noch erkennen, wenn Sie nämlich im Winterhalbjahr leichten Schnee auf dem Dach haben. Und dieser Ta Schnee taut sehr unregelmäßig ab. Also über 3 von 4 Räumen taut er gar nicht ab, da liegt schön Schnee und im vierten Raum, da taut das Dach, so wie es hier auf dem Foto zu sehen ist, ab. Dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Dämmung, die über diesem Raum liegt, wo es abtaut, nass geworden ist und deswegen nicht mehr so gut dämmt, weswegen dann mehr Wärme von unten durchkommt, weswegen es dort stärker abtaut. Wenn das ganze Dach gleichmäßig abtaut oder gleichmäßig Schnee liegen bleibt, dann ist auch die Dämmung überall gleich gut. Aber wenn Sie einzelne Quadratmeter oder größere Flächen haben, wo es immer besonders schnell abtaut, kann das ein Hinweis darauf sein, dass darunter die Dämmung nass ist. Dann wäre sie schon nicht nur nicht so dick, wie man sie vielleicht gerne hätte, sondern dann funktioniert selbst diese bescheidene Dicke nicht mehr richtig. Das ist also der erste Test. Wenn Sie mal im Winter von oben aufs Dach gucken können, vielleicht vom Nachbarhaus aus, haben Sie schon mal einen Hinweis darauf, ob Sie einzelne Stellen haben mit Mängeln. So, zur allgemeinen Qualität eines Flachdachs habe ich Ihnen hier mal so eine Skala gemacht, von A bis G, von außerordentlich gut A bis G grausam schlecht.
welche Einstufung ein Dach haben kann, wenn es eben unterschiedlich dick gedämmt ist. Und das kann man jetzt nicht nur in Zentimetern ausmachen, weil je nachdem, welchen Dämmstoff Sie verbaut haben, kriegen Sie mit 20 Zentimeter unterschiedliche Effekte hin, ne? Aber man kann es am U-Wert festmachen. Der U-Wert ist die Maßeinheit für den Wärmedurchgang, wie viel Watt Wärmestrom pro Quadratmeter Dachfläche, pro Kelvin Temperaturdifferenz fließen durch ein Dach. Sehr gute Flachdächer, Kategorie A, haben U-Werte unterhalb von 0,15. Das stimmt auch überein mit den Anforderungen der Bundesfördermittel, die Sie heute kriegen können. Da muss der U-Wert kleiner 0,14 sein, wenn Sie für die Sanierung Zuschuss haben wollen. Dann sind Sie in dieser A-Kategorie. In der B-Kategorie sind Sie, wenn Sie U-Werte um 0,25 haben, also unterhalb von 0,25, aber oberhalb von 0,15. Das ist auch schon eine relativ gute Qualität. Das ist schon 20 bis 25 Zentimeter. Wobei bei den Zentimetern müssen Sie ein bisschen aufpassen. Alle meine Zentimeterangaben beziehen sich auf Standarddämmstoff der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,35. Wenn Ihnen von Ihrem Dachdecker ein höherwertiger Dämmstoff, der also besser dämmt, angeboten wird, sind die Zentimeter natürlich bei gleichem Effekt dünner, also weniger. Kategorie C, das ist so die Kategorie der ja, 1980er, 90er Jahre. U-Werte zwischen 0,25 und 0,40 erreichen Sie mit 7 bis 18 Zentimeter damaliger Dämmung. D, das ist die Kategorie ja, der 1960er, frühen 1970er Jahre mit 3 bis 6 Zentimeter Dämmung im Dach. Das ist eigentlich schon schlecht aus heutiger Sicht. Da haben Sie hohe Wärmeverluste übers Dach im Winter. Und E ist eigentlich schon sehr schlecht, wenn Sie da noch eine Weile drin wohnen wollen. U-Werte unter zwischen 0,5 und 1. Das sind Flachdächer, die haben nur 1 bis 2 Zentimeter Dämmung. Das hat man vor dem Zweiten Weltkrieg und in den 1950er Jahren so gebaut, ne? Das ist wirklich kein Standard mehr, den Sie heute erhalten sollten. Gut, und dann gibt es noch den Sonderfall, dass Sie eine Betondecke haben, wo überhaupt keine Dämmschicht drauf liegt. Eigentlich war das nie zulässig. Also für einen beheizten Raum musste immer irgendeine Dämmung gebaut werden. Aber nehmen wir mal an, jemand hat eine alte Doppelgarage zum Kinderzimmer umgebaut und hat da oben einfach nur eine Betondecke gelassen, ne, und heizt sich tot, ne, und wundert sich, dass er trotzdem Schimmel in der Ecke hat. Sowas kommt vor. Dann hat er nämlich U-Werte über 2. Und wenn Sie die 2 mit 0,15 vergleichen, sehen Sie, da ist ein Faktor 1 zu 12 drin, ne? Also solche illegalen, ungedämmten Betondecken, die man ab und zu leider auch vorfindet, die müssen unbedingt saniert werden. Die sind gar nicht zulässig und hygienisch auch nicht akzeptabel, weil sie eben an der Innenseite Kondenswasser und Schimmel bilden. Ja, also das Wichtigste für die Praxis ist eigentlich Kategorie A, die auch förderfähig ist, dann ist heute mit allen handelsüblichen Dämmstoffen hinzukriegen, und wenn Sie das Dach sowieso sanieren, können Sie das auch bei Ihrem Dach schaffen, und ich empfehle Ihnen auch sehr, das zu tun. Nicht ganz so hoch sind die gesetzlichen Mindestanforderungen. Im Gebäudeenergiegesetz, das ist das Nachfolgegesetz der früheren Energiesparverordnung und der noch früheren Wärmeschutzverordnung, ist geregelt, dass wenn Sie eine Dachfläche sanieren, indem Sie die Dachhaut erneuern, dann müssen Sie dafür sorgen, dass der U-Wert nachher nicht höher als 0,20 ist. Ja, 0,20 ist also die gesetzliche Mindestanforderung. Da sehen Sie, sind Sie auch schon in Kategorie B. Also alles, was hier drunter ist, ist, wenn man ein Dach überhaupt saniert, sowieso nicht mehr zulässig. Ja, Sie haben nur noch die Wahl, gesetzliche Mindestanforderungen waren gerade oder wirklich guter Standard, der dann auch bezuschusst wird. Wenn Sie nur nach gesetzlichen Mindestanforderungen sanieren, kriegen Sie keine Zuschüsse. Insofern ist es dann auch unwirtschaftlich, weil 20% Zuschuss, die Sie heute kriegen können, finanzieren locker den Mehraufwand zu der höheren Qualität. Um jetzt mal diese U-Werte ein bisschen praktisch vorstellbar zu machen, ich schiebe mich jetzt mal auf die linke Seite, weil da rechts Zahlen stehen, haben wir mal so ein Bildchen gemalt bei schlechten Dächern, wie viel geht durchs Flachdach, bei mäßigen Dächern, bei guten Dächern, ne? Und hier haben wir die Zentimeter Dämmstoffstärke in denselben Farben wie die Pfeile dargestellt. Und die U-Werte, die dabei rauskommen, bei einem Betonflachdach eben. Und angenommen haben wir jetzt 150 Quadratmeter Fläche, das ist also ein etwas größerer Bungalow zum Beispiel. Bei dem gehen bei diesen Dämmstärken in einer normalen Heizperiode so viel Kilowattstunden durchs Dach. Entweder 10.000, das sind 1.000 Liter Öl, ne? Also
Ein Liter Öl hat 10 Kilowattstunden, deswegen immer ein Zehntel von dem linken ist die Kilowattstunden dann in Liter Öl ausgedrückt. Bei 6 cm geht durch das Dach noch 700 Liter Öl durch pro Jahr, bei 8 cm nur noch 500. Und wenn Sie in den förderfähigen Bereich kommen, also U-Wert 0,14, das ist ja die Grenze für die Förderfähigkeit, dann würden Sie nur noch 170 Liter Öl im Jahr verheizen für die Wärme, die Ihnen durchs Dach nach oben verloren geht. Natürlich können Sie auch noch besser als 0,14 dämmen. Wir haben auch schon Flachdächer mit 0,12, 0,10, 0,08 erlebt. Zum Himmel ist ja ziemlich viel Platz, also es gibt erstmal grundsätzlich kein Hindernis, nicht sehr gut zu dämmen und noch dicker zu dämmen. Muss man sich eben Kosten und Nutzen ausrechnen lassen von dem Anbieter. Ja, an dieser Tabelle können Sie dann in Ruhe nochmal sich überlegen, wie viel Energie und Kosten Sie dann sparen werden, wenn Sie eine höhere Qualität erreichen. Ich sagte vorhin schon, dass es Dämmstoffe verschiedener Dämmqualität gibt. Die werden ausgedrückt in der Wärmeleitfähigkeitsgruppe, WLG. Und das sind immer Zahlen, die liegen irgendwo zwischen 0,20 und 0,50. Genau genommen ist es 0,045 Watt pro Meter Schichtdicke und pro Kelvin. Also nicht auf den Quadratmeter Fläche bezogen, sondern auf die Dicke der Dämmung dann bezogen. Wenn es einen Meter dick ist, fließen 0,045 Watt bei einem Grad Temperaturunterschied durch den Dämmstoff durch. Ich habe ja mal nur gegenübergestellt die heute lieferbaren Wärmedämmqualitäten gewissermaßen verschiedener Dämmmaterialien. Kork, was man heute im Neubau kaum noch verwendet, was aber in den 1960er Jahren durchaus verbaut worden ist in Flachdächern, hat einen gehört zur Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,45. Das ist schon ein höherer Wärmeverlust. Sie sehen, die besten liegen, haben nur den halben Wärmedurchgang. Geht also pro Quadratmeter bei gleicher Dicke doppelt so viel Wärme durch wie durch diesen Dämmstoff. PS ist Polystyrol, also landläufig Styropor genannt. Gibt es in verschiedenen Qualitäten. Früher, die 1970, 80 eingebauten oder 90 eingebauten, hatten Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,40. Die heute üblichen haben 0,35, es gibt die aber auch in 0,32. Niedriger als 0,32 ist im Moment noch nicht verfügbar. Und außer den Styroporen oder Polystyrolen gibt es dann Polyurethanschaum, der heute PUR oder PIR abgekürzt wird. In noch höherer Qualität, das ist ein Schaum, der ist ganz feinkörnig. Guck mal, ob Sie das hier sehen können. Ich halte es mal vor die Kamera. Das ist so ein, ja, man sieht es nicht so richtig in der Kamera. Ein ganz feinporiger Schaum, der eben wegen dieser geometrischen Struktur und wegen des Gases, was da mit dem er ausgeschäumt worden ist, noch besser wärmeleitend ist. Und den gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Ich zeige es jetzt nochmal vor die Kamera. Sie sehen hier, dass es silbern beschichtet ist. Das ist eine Alufolie. Und zwar auf beiden, ich muss gucken, ist immer seitenverkehrt hier. Auf beiden Seiten des Dämmstoffklotzes ist eine Alufolie in diesem Fall. Das ist dieser PIR Alukaschir. Das ist der am besten dämmende konventionelle Dämmstoff, den wir heute für Flachdächer zum Beispiel verarbeiten können, auch in anderen Bauteilen. Der hat eine Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,23. Und ist damit gegenüber dem Standardstyropor, ja, ich will mal sagen, fast ein Drittel wärmer. Hat auch ein bisschen höheren Herstellungsenergieaufwand, ist auch ein bisschen teurer. Aber sollten Sie aus irgendeinem Grund mit den Zentimetern geizen müssen oder wollen, weil Sie irgendwelche anderen Umbauten am Haus, die mit der Höhe verbunden wären, nicht tun wollen, dann können Sie also auch zu diesem Dämmstoff greifen, der heute im Flachdachbereich sehr verbreitet ist. So. Wenn Sie jetzt einen U-Wert von 0,14, also sehr gute A-Qualität, förderfähig, erreichen wollen und haben diese Dämmstoffe zur Auswahl, brauchen Sie diese Zentimeter, um den U-Wert von 0,14 zu erreichen. Also bei normalem Standardstyropor, der häufigste Massendämmstoff heute, würden Sie 25 cm brauchen. Bei etwas besserem Styropor würden Sie 22 cm brauchen. Bei dem Polyurethan-PIR-Schaum ohne Alufolie würden Sie 20 cm brauchen und bei dem mit Alufolie würden Sie 16 cm brauchen. Die Alufolie dämmt nicht selber irgendwie, sondern die Alufolie hat folgende Aufgabe. Dieser besonders gut dämmende PIR-Schaum ist mit einem Sondergas aufgeschäumt, nicht mit normaler Luft. Und dieses Sondergas darf nicht rausdiffundieren, sonst ist der Vorteil
dass es so gut dämmt davon, geweht gewissermaßen. Und um zu verhindern, dass dieses Sondergas aus diesem Schaum ausströmen kann, ist die Alufolie aufgeklebt. Die hält also dieses Sondergas in den Schaumporen fest. Ne? Das ist ihre Aufgabe. Ja, jetzt möchte ich, nachdem ich den Wärmeschutz besprochen habe, noch was zum Feuchteschutz sagen. Ich muss mir ein bisschen so wieder auf die Seite rücken hier, dass Sie mich gerade noch so sehen. Es gibt bei Flachdächern immer wieder das Problem bei älteren, dass die eben nass werden und die Dämmung dann nicht mehr funktioniert. Ne? Und deswegen muss man sich überlegen, was sind die Wege, wie Feuchte eindringt, wie kann man das verhindern, wie kann man das prüfen, worauf muss man achten, wenn man auch irgendwas umbaut an dem Dach. Die drei Eindringwege für Feuchte sind erstmal ganz klar Regenwasser von oben, wenn die äußere Dachhaut nicht intakt ist. Beim Warmdach. Beim Umkehrdach wäre das egal, das liegt sowieso im Nassen. Ne? Aber bei dem Warmdach, wo die wasserabführende Schicht die oberste Dachhaut ist, darf von oben kein Wasser durch diese Dachhaut durch, weil der Dämmstoff selber saugt sich dann mit Wasser voll und dämmt nicht mehr so toll. Oder gar nicht mehr am Ende, sogar wenn er richtig klatschnass ist. Das heißt, Sie müssen die obere Dachhaut auf Beschädigungen regelmäßig prüfen. Und wenn Sie eine neue verarbeiten, muss die natürlich am Anfang dicht sein und dann sollten Sie auch später nicht mit Stöckelschuhen drüber laufen. Und wenn Sie jetzt wie vor 2 Wochen ganz viel Schnee auf dem Dach haben, bitte nie mit einem Stahlschneeschieber da oben drüber schrappen. Ne? Dann machen Sie mit Sicherheit ganz schnell Ihre Dachhaut kaputt. Ne? Und dann haben Sie einen Wasserschaden im Dach. Sie merken das ganz lange nicht, weil die Betondecke das abhält, aber die Dämmung geht dann langsam flöten. So, das ist ja offensichtlich, dass wenn Wasser von oben eindringt, wird es nass. Das wollen wir nicht. Tückischer sind so Kleinigkeiten wie durchdringende Rohre und Leitungen. Wenn jemand in ein Betonflachdach zum Beispiel nachträglich ein Loch bohrt, weil er die Stromleitung zur Photovoltaikanlage aufs Dach legen will, und er steckt dann ein Rohr durch und klebt es oben an der Dachhaut schön zu, dass da kein Wasser von oben an dem Rohr vorbei durch die Fuge in den Innenraum laufen kann, dann hat er längst nicht an alles gedacht. Denn wenn er hier unten auf der Raumseite einen Spalt hat, wo an der Außenseite des Rohres Luft durch das größer gebohrte Betonloch durchströmen kann, dann strömt diese Luft auch an der rot gestreiften Linie vorbei, die er ja auch durchbohrt hat, und kommt von unten als feuchte Luft in diesen Dämmstoff rein. Und der Dämmstoff ist unten noch relativ warm, aber oben ist er ganz kalt. Und wenn die Raumluft, die hier ankommt, auf die kalte Seite des Dämmstoffs strömen kann, gibt es hier oben Kondenswasser und Nässeeintrag. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, wann immer Sie eine Durchdringung durch ein Betonflachdach herstellen, muss es nicht nur oben gegen Wasser, sondern auch hier auf dieser Ebene gegen Wasserdampf, der von unten eindringen könnte durch die Fuge, abgedichtet werden. Es nützt nicht unbedingt was, wenn Sie hier unten abdichten. Das sollten Sie zwar auf jeden Fall auch tun, dass gar nicht erst Luft an der Betondecke vorbeiströmen kann, aber da Wasserdampf durch den Beton durchdiffundieren kann, kommt er auch um so eine Abdichtung hier durch den Beton herum und kann dann hier oben in den Dämmstoff eindringen. Also korrekt ist es nur, wenn Sie die Dampfsperre, die rot gestrichelte Linie, die direkt auf der Betondecke liegt, mit allen Durchdringungen dicht verbinden. Und nicht nur oben die Dachhaut und nicht nur unten die Luftdichtungsschicht an der Innenseite, an der Unterseite der Betondecke. Es gibt noch einen zweiten, das kann übrigens auch bei alten Durchdringungen falsch ausgeführt sein, nicht nur bei neu hergestellten Durchdringungen. Sie haben ja regelmäßig Regenwasserabläufe, Lüftungskanäle nach oben durchgehen, Fallrohrbelüfter, vielleicht schon Antennenstromkabeldurchgänge oder Schornsteine oder was auch immer durch den Flachdach durchgeht. Also da immer sehr darauf achten, dass es auf dieser Ebene auch dicht ist und nicht nur auf dieser Ebene hier dicht ist. Der dritte Weg, wie Feuchte in die Dämmung eindringen kann, ist durch Diffusion. Beton ist zwar dampfbremsend, sogar relativ stark dampfbremsend, aber wegen seiner großen Fläche findet doch eine gewisse Diffusion vom Raum drunter durch den Beton nach oben zur kalten Seite hin statt. Und aus diesem Grund ist überhaupt diese Dampfsperre hier eingebaut. Dass der Wasserdampf, der hier durch die Betonporen ganz langsam durchdiffundiert, nicht in den Dämmstoff hinein kann. Sonst bleibt der Dämmstoff nicht trocken.
Was könnte jetzt hier als Problem auftreten, wenn die Dampfsperre entweder von Anfang an oder durch Alterung nicht mehr ganz dicht ist? Dann kommt doch Wasserdampf durch die Fusion, durch diese Sperrschicht durch. Ja, dann wird es hier oben eben nass. Sollte das durch Alterung bedingt der Fall sein, müssen Sie im Rahmen der Sanierung die ganze Dämmung wegrupfen, die alte Dampfsperre entfernen und eine neue Dampfsperre verlegen. Oder über die alte drüber, wie auch immer, aber jedenfalls eine durchgehende Dampfsperre wiederherstellen. Das werden Sie dann sehen, wenn Sie das Dach aufmachen. So, was muss ich hier? Genau. Zur Montage. Ich sprach vorhin schon davon, dass der Kies auf dem Dach dazu da ist, sicherzustellen, dass bei Sturm das Flachdach nicht nach oben weggerissen wird. Das habe ich hier auf dem Bild mal gezeigt. Die Sogkräfte, die von Wind, der über ein Flachdach stürmt, also von Sturm richtig, ne? Die Sogkräfte können so heftig sein, dass sie riesige Gewichte hochheben können, also Tonnen hochheben können. Das hier ist in Detmold im letzten großen Sturmereignis stattgefunden, ein neues Studentenwohnheim mit einer, was weiß ich, 10 mal 40 Meter großen Flachdachfläche. Hat es das gesamte Flachdachfläche abgerissen, die schlappte dann über die Fassade runter, ist abgerissen, auf die Straße runtergekracht. Ne? Es war ein ganz großes Versagen von Verklebung. Ne? Hier oben, diese Styroporplatten, die hier mit abgerissen worden sind, waren auf der Dampfbremsschicht hier verklebt, auf der Dampfsperrschicht verklebt, mit Kartuschenkleber, den man so aus einer Spritzpistole raus unten auf die Styroporplatten drauf gesprüht hat, und dann hat man die da drauf gedrückt und hat gedacht, das klebt ja auch richtig. Und es hat nicht geklebt. Wenn man sich vorstellt, dass da 400 Quadratmeter Flachdach weggerissen worden sind und dann an der Fassade runterhingen, dann wird einem klar, um welche Kräfte es hier geht. Früher hat man sich dagegen geschützt, indem man eben schweren Kies oben drauf gelegt hat. Heute möchte man das vermeiden, weil der Kies kostet erstens Geld und zweitens muss dann die Decke auch so stabil sein, dass sie das Gewicht von dem Kies trägt. Heute arbeitet man überwiegend mit Verklebung. Ja, ich hoffe, dass es dann bei Ihnen auch immer richtig klebt. So, nächster Punkt. Jo, Montagereihenfolge oder Planungsreihenfolge. Wenn Sie überlegen, sollen Sie ans Dach ran, müssen Sie ans Dach ran. Ist der erste Punkt, prüfen, ob die Dämmung noch funktioniert, die Sie haben, oder ob sie nass ist. Oder ob die Abdichtung ersichtlich marode ist. Wenn die Dämmung nass ist, muss sie raus. Wenn die Abdichtung marode ist, muss sie erneuert werden. Wenn Sie das Dach aufmachen, sehen Sie mehr. Kaum machen Sie es auf und ab, sehen Sie dann die Dampfsperre drunter. Und dann können Sie beurteilen, ob die Dampfsperre schon Alterungserscheinungen hat, wo man sagen kann, die hält keine weiteren 40 Jahre mehr, ne? Oder ob sie noch wunderbar ist. Also Teerpappe, die komplett geschützt eingebaut ist, früher war das ja meistens Teerpappe, Bitumenwand, muss nicht beschädigt sein nach 40 Jahren. Ne? Die kann intakt sein, ne? Aber man muss es eben prüfen. Der Dachdecker kann das prüfen, also das müssen nicht Sie als Laie prüfen. Falls sie nicht intakt sein sollte, wenn sie versprödet ist oder offensichtliche Risse hat, dann muss eine neue Dampfsperre auch hin, die ihre Dämmung von unten gegen Feuchte schützt. Wenn sie intakt ist, können sie einfach oben drüber neue Dämmung legen und eine neue obere Abdichtung draufpacken. Je nachdem, wie dick sie dämmen, kann es sein, dass sie die Attika erhöhen müssen, also die Randabkantung am Dach. Oder sie machen die Dämmstoffschicht am Rand leicht abgeschrägt, sodass sie mit der Attika an den Wasserablauf hinkommen. Ob das geht, hängt immer davon ab, wo ihre Wasserabläufe auf dem Dach sind, ob die seitlich sind oder mittig sind. Der Wasserablauf ist das Wichtigste, dass der funktioniert. Im normalen Regenfall und auch im Schneeschmelzfall. Ja, wenn Sie es von oben offen haben, gucken Sie sich alle Rohr- und Kabeldurchführungen und durchgehenden Kamine an, ob die sauber abgedichtet sind. Ja, das ist ganz wichtig. Und treffen Sie gegebenenfalls gleich auch rechtzeitig Vorbereitungen für die Montage einer Photovoltaik oder eines Gründachs, was oben drauf kommt, oder einer Bekiesung, was Gewicht und Befestigung betrifft und Wasserablauf. Ne? Was auch noch wichtig ist, das habe ich jetzt in den letzten Wochen, im Februar 2021, ne, wirklich gesehen hier in Detmold, sind Vorkehrungen für die Schneebeseitigung. Wenn wir mal durch ungewöhnlich schneereichen Winter
deutlich höhere Schneelasten auf den Dächern haben, fangen die Leute an, den Schnee von den Flachdächern runterzuschippen. Und da sollte man sich auch frühzeitig überlegen, kann man das oder schafft man sich mit irgendwas Hindernisse dafür? Ich habe mal zwei Bilder aus dem Internet gesucht, wo Dächer abgeräumt werden. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn einer mit so einer Schippe oder bei noch viel größeren Dächern mit so einer kleinen Schneefräsmaschine über so ein Flachdach fährt, dann rupft er alle Leitungen und Kabel ab, die da oben liegen. Also vom Blitzableiter über das Photovoltaikkabel, über die Zuleitung zu so einer Wärmepumpenanlage, die vielleicht auf dem Dach steht und die irgendwelche Leitungen hat. Ne? Und wenn Sie Photovoltaik auf dem Dach liegen haben, können Sie überhaupt nicht Schnee schippen. Ne? Die Anlagen sind viel zu empfindlich, da können Sie nicht mit einem großen Schneeschieber drüber gehen. Ne? Könnten Sie eigentlich nicht mal mit einem richtigen kratzigen Besen drüber gehen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel Schnee wir in Zukunft haben werden. Diesen Winter war es erstaunlich viel, also viel mehr, als ich eigentlich erwartet habe. Aber man sollte bei seiner Flachdachplanung auch den Schneefall einfach bedenken. Ja, jetzt mal ein paar Ausführungsbeispiele. Das ist ein Betonflachdach in Bocholt, ein Haus, was drei verschiedene Flachdachhöhen hat. Hier ist ein bisschen höher und da hinten wird es auch noch mal ein bisschen höher. Das ist mal angebaut worden und hat etwas unterschiedlich hohe Räume im Erdgeschoss auch. Es ist hier schon teilsaniert, der Vorderbereich ist schon fertig und ist wieder neu mit Kies belegt worden. Warum? Weil die darunterliegenden Schichten in Ordnung waren, aber eben nicht verklebt waren, sodass sie Sogkräfte nicht halten können, sodass wieder ein Gewicht obendrauf muss, um die neue Dachhaut vor Sturm zu sichern. Ein anderer Fall, im etwas früheren Stadium, hier hat man freigelegt bis zur alten, also hier sieht man noch die alte Dachhaut. Dieses Dach war nicht nass, es war nur dünn gedämmt. Und man hat sich gesagt, okay, wenn es alle Schichten drunter intakt sind, wenn das nicht nass geworden ist, kann das eigentlich auch alles liegen bleiben. Und wir packen bloß obendrauf zusätzliche Dämmung und nochmal eine neue Dachhaut. Das geht auch. Ne? Dann ist in diesem Fall 6 cm alte Dämmung unten drunter liegen geblieben und 22 cm neue Dämmung obendrauf gekommen. Und ist es nachher auch wieder beschwert worden. Das ist ein anderer Fall. Hier ist alles demontiert worden, einschließlich die untere Dampfbremse ist teilweise abgeschabt worden, sofern sie locker war und nicht mehr so richtig gehaftet hat. Dann ist eine neue untere Dampfbremse über die ganze Betondachfläche aufgeklebt worden. Und hier sieht man gerade, wie die neuen Dämmstoffplatten oben drauf gelegt und auch verklebt werden. Hier kam keine Kiesschüttung drauf, hier ist mit Verklebungstechnik gearbeitet worden, da bis zum haftenden unteren Untergrund der Aufbau neu gemacht worden ist. Also man hat ja mehrere Klebeebenen übereinander. Auf der rohen Betondecke klebt die Dampfsperrebene, auf der Dampfsperre klebt die Dämmung und auf der Dämmung klebt die Dachhaut. Das sind also mehrere Klebeebenen, die übereinander alle funktionieren müssen. Das ist eine Dachterrasse in dem Haus, in dem unser Büro hier ist. Eine Betondachterrasse, die auch komplett rückgebaut worden ist, bis auf den Beton. Neue Dampfsperre unten drunter gemacht worden, am Rand hochgezogen worden. Und hier sieht man jetzt als Besonderheit zweilagige PIR-Dämmung mit Alukaschierung, also diese Hochleistungsdämmstoff, weil wir hier keine Höhe verschenken wollten, weil die Brüstungsmauer sonst zu flach geworden wäre. Und hinten sehen Sie eine Gefälledämmung. Also man kann es nicht so genau erkennen. Das sind dicker werdende Dämmstoffstücke, die man auf eine waagerechte Fläche drauflegen kann, sodass sich an deren Oberfläche dann ein Gefälle ergibt, das zu dem Wasserablaufpunkt hinführt. Das ist eine ganz übliche Technik heute, dass man den Wasserablauf mit genau vorher ausgerechneten schräg nivellierten Platten bildet. Dann was. Wenn die das anliefern, wissen sie von jeder Platte schon, in welche Ecke die muss, dass am Ende sich dieses Wasserablaufprofil ergibt. Ja, noch was zu den Materialien. Ich hatte vorhin schon gesagt, was wir für Wärmeleitfähigkeitsgruppen bei den üblichen Stoffen haben. Styropor, also Polystyrol, gibt es in den Qualitäten 0,32 bis 0,40. Dieses PIR gibt es von 0,28 bis 30 ohne Alufolie und zwischen 0,23 und 0,24 mit Alufolie. Selten verwendet man Schaumglas. Schaumglas ist ein sehr stabiler Stoff und extrem unempfindlicher Stoff, aber eben auch etwas teurer. Ist auch nicht brennbar, ist sehr stark belastbar. Also zum Beispiel auf
Verwaltungsgebäuden, wo ganz oben noch eine Parkebene drauf ist, wo also die Autos auf dem Dach parken. Ne? Da nimmt man als Flachdachdämmung Schaumglas, weil das diese Lasten von den drüber fahrenden Autos erträgt, was die anderen Dämmstoffe alle nicht könnten. Ne? Und Kork hier nochmal zum Vergleich hingestellt, es wird heute eigentlich nicht mehr verwendet für neue hergestellte Dächer, aber in alten Dächern ist es manchmal noch drin, diese Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Brandschutzaspekte können eine Rolle spielen, beim normalen Wohnhaus mit Betondecke eigentlich nie, aber wenn Sie zum Beispiel oben eine Parkhausetage drauf haben, also wenn Autos auf dem Dach parken, die brennen könnten, dann ist es schon wichtig, dass der Dämmstoff, der unter den Autos ist, nicht brennt. Ne? Gut, man kann auch noch nach Rohstoffen unterscheiden, woraus sind sie hergestellt. Die ganzen Harzschäume sind im weiteren Sinne aus Öl hergestellt, aus Ölprodukten. Schaumglas ist tatsächlich aus Glas hergestellt und Kork kommt von der Korkeiche. Ja, jetzt zu den Fördermitteln. Wer ein Flachdach nachträglich dämmt, kann heute attraktive Fördermittel kriegen. Und es gibt da eine Abstufung in zwei Stufen. Das eine ist, wenn er nur das Flachdach dämmt, also eine Einzelmaßnahme macht, bekommt er 20% auf drei Förderwegen, die ich gleich aufzeigen werde. Sollte er das ganze Haus dämmen, also die Wände und die Fenster und das Dach und die Heizung und was weiß ich, die Kellerdecke noch und die Haustür, ne? Und das Haus insgesamt zu einem Effizienzhaus sanieren, also den Gesamtenergieverbrauch des Hauses auf ein bestimmtes Niveau drücken, es gibt mehrere Niveaus sogar, Effizienzhaus 55, 40, 40 plus, ne? Dann kriegt er noch mehr Zuschüsse. Ich bespreche jetzt aber der Einfachheit halber nur mal den Fall Einzelmaßnahme und die da erzielbaren Förderquoten. Wenn Sie eine große Sanierung vorhaben, werden Sie ja sowieso mit einem Energieeffizienzexperten zu tun haben, der Ihnen dann diesen Weg für Effizienzhaus auch noch aufzeigen kann. Der wäre jetzt zu kompliziert hier zu erklären. Also, für Einzelmaßnahmen gibt es im Moment drei Förderwege. Es gibt in jedem Fall denselben Zuschuss, aber es gibt drei verschiedene Wege für verschiedene Fälle. Den Zuschuss vom Finanzamt, den Zuschuss von der BAFA und einen Kredit von der KfW, der einen gleich hohen Zuschuss enthält. Die erkläre ich jetzt mal. Nehmen wir erstmal das einfachste Beispiel Finanzamt. Im Paragraph 35c des Einkommensteuergesetzes ist das geregelt. Sie kriegen, wenn Sie diesen Förderweg gehen können und gehen wollen, 20% Zuschuss auf die Kosten der gesamten Flachdachsanierung. Also Abriss der alten Sachen, Abriss der Attika, Hinbauen der neuen Dichtungsschichten und der Dämmschichten, Wiederherstellung der veränderten Attika mit den Blechen außenrum, Abdichtung aller Durchdringungen, die vorhanden sind, gegebenenfalls Gerüst, wenn notwendig, und also alle damit verbundenen Nebenkosten. 20% Zuschuss auf alle die Kosten, die damit zu tun haben. In dieser Finanzamtslösung funktioniert der Zuschuss dadurch, dass Sie ihn von Ihrer zu zahlenden Einkommensteuer abgezogen kriegen. Dieser Weg geht nur, wenn das Haus mit dem Flachdach ein selbstgenutztes Einfamilienhaus ist. Es geht nicht, wenn das Haus vermietet ist oder teilweise vermietet ist oder wenn es ein Mehrfamilienhaus ist. Also nur beim selbstgenutzten Einfamilienhaus. Nehmen wir mal an, Flachdach-Bungalow, Sie wohnen alleine drin, es ist Ihr Haus, also selbstgenutzt, dann können Sie diesen Weg gehen. Die Anforderung ist U-Wert maximal 0,14, hatte ich ja vorhin schon erklärt. Eigenleistung ist nicht förderfähig, kommt beim Flachdach aber sowieso nicht vor. Der Vorteil dieses Förderweges über das Finanzamt ist, dass Sie keinen vorherigen Antrag irgendwo stellen müssen. Sie kommen nur am Ende mit Ihrer Rechnung von Ihrem Dachdecker zum Finanzamt und sagt so, jetzt zieht man das bitte von der Steuer ab. Und dieser Steuerabzug erfolgt folgendermaßen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es kostet 30.000 Euro. Sie kriegen 20% Zuschuss, sind 6.000 Euro. Diese 6.000 Euro Zuschuss werden durch drei Jahresraten, auf drei Jahresraten aufgeteilt. Also 3 Jahre à 2.000 Euro Zuschuss. Und dann kriegen Sie in den 3 folgenden Jahren von Ihrer zu zahlenden Einkommensteuer jedes Mal 2.000 Euro abgezogen. Müssen also 2.000 Euro weniger Einkommensteuer zahlen. Diesen Nutzen können Sie aber nur erreichen, wenn Sie tatsächlich so viel Einkommensteuer zahlen. Sollten Sie zu den glücklichen Menschen gehören, die keine Einkommensteuer zahlen müssen, ne, können Sie diesen Förderweg überhaupt nicht gehen. Sie kriegen da nichts darüber hinaus ausgezahlt, Sie kriegen nur eine tatsächlich zu zahlende Einkommensteuer verringert.
Der praktische Vorteil dieses Förderweges ist, dass Sie keinen Energieeffizienzexperten brauchen als Sachverständigen, den Sie noch nebenher bezahlen müssten, sondern es genügt, wie gesagt, mit der Handwerkerrechnung am Ende zum Finanzamt zu kommen. So, zweiter Förderweg, BAFA, auch Zuschuss. Dieser Förderweg steht für alle Häuser offen, also sowohl selbstgenutzte als auch vermietete, sowohl Wohngebäude als auch Nicht-Wohngebäude, also Bürogebäude zum Beispiel oder eine Schule. Die Anforderungen sind die gleichen. U-Wert maximal 0,14. Förderfähig sind auch hier Material- und Handwerkerlohn, keine Eigenleistung, aber das ist ja nicht so wichtig. Aber der Verfahrensweg ist ein anderer. Sie müssen vorher einen Antrag stellen bei der BAFA. Und da die BAFA selber nicht zu Ihnen gelaufen kommt, um sich Ihr Dach vorher anzugucken und Ihr Dach nachher anzugucken, brauchen Sie für die Prüfung des Antrages und für die spätere Abrechnung einen Energieeffizienzexperten. Der verlangt ein gewisses Honorar, das ist also Mehraufwand für Sie. Der begleitet Sie dafür durch die Antragstellung und durch die Fertigstellung. Energieeffizienzexperten finden Sie auf der Website, die sinnigerweise www.energie Effizienz-Experten.de heißt. Da geben Sie dann Ihre Postleitzahl ein und finden alle Energieeffizienzexperten in der Nähe Ihres Baustandortes und können die um ein Angebot bitten, was es denn bei Ihnen kostet, wenn Sie von denen begleitet werden. Die dürfen Ihre Preise frei kalkulieren, deswegen kann es sinnvoll sein, dass Sie nicht nur einen um ein Angebot bitten, sondern vielleicht zwei oder drei. So, jetzt gibt es noch einen dritten Förderweg. Hier gibt es nicht nur einen Zuschuss, sondern hier gibt es einen Kredit. Dieser Förderweg ist sinnvoll, wenn Sie die geplante Sanierung nicht aus Ihrem eigenen Geld bezahlen können, sondern sowieso einen Kredit brauchen. Sie kriegen dann von der KfW-Bank über Ihre Hausbank einen zinsgünstigen Kredit und sobald er losläuft, wird er gleich um 20% erlassen. Das ist der Zuschussanteil. Also nehmen wir mal an, die Dachsanierung kostet oder Dachsanierung plus neue Fenster und plus was weiß ich was kostet 100.000 Euro. Dann haben Sie schon am ersten Tag 20.000 Euro getilgt und müssen nur noch die restlichen 80.000 Euro Kreditvolumen verzinsen und zurückzahlen. Technische Anforderungen sind die gleichen. U-Wert maximal 0,14. Dieses KfW-Kreditprogramm geht nur für Wohngebäude. Es gibt parallele Programme auch für Gewerbegebäude, aber dieses meistgenutzte Programm ist für Wohngebäude. Es ist hier auch egal, ob Sie selbst drin wohnen oder ob es vermietet ist. Ja, förderfähige Tatbestände sind die gleichen. Auch hier ist ein Antrag vor Auftragsvergabe nötig und auch hier brauchen Sie einen Energieeffizienzexperten. Diese drei Bundesprogramme, Finanzamt, BAFA und KfW, zwischen denen müssen Sie sich entscheiden. Sie können die nicht parallel beantragen. Ne? Also entweder Kredit oder BAFA-Zuschuss oder Finanzamtszuschuss. Nur wenn Sie im Haus verschiedene Dinge machen, nehmen wir mal an, in diesem Jahr die Fenster, im nächsten Jahr das Dach, im übernächsten Jahr die Haustür und im überübernächsten Jahr die Heizanlage, können Sie für diese einzelnen verschiedenen Maßnahmen, auch wenn Sie möchten, verschiedene Förderwege gehen. Also nehmen wir mal an, Ihre zu zahlende Einkommensteuer, was ja der bequemste Weg wäre, ne, ist nur für einen bestimmten Etat nutzbar, weil so viel Steuer zahlen Sie nicht, dass Sie die gesamten Zuschussvolumen davon abziehen können. Können Sie sagen, über den Finanzamtsweg lasse ich mir von mir aus das Dach fördern, aber die späteren Sachen an der Außenwand und Fenster, die lasse ich mir über die BAFA fördern. Das geht. Egal, ob es nacheinander oder gleichzeitig ist. Also verschiedene Einzeltatbestände der Förderung können Sie über verschiedene Förderwege sich fördern lassen oder auch über denselben Förderweg. Wenn Sie ein Flachdach sanieren, haben Sie übrigens auch die Möglichkeit, obendrauf ein Gründach zu machen. Mit einem Gründach haben Sie nachher eine wesentlich schönere Oberfläche, als wenn Sie nur Kies sehen oder nur die neue Folie. Und sie tun auch für die Umwelt was Gutes, weil das ist ein vielfältiges Biotop, so ein Gründach. Und wenn das Gründach schwer genug ist, hat es auch die Beschwerungswirkung, die sonst eine Kiesschicht hat und kann also ihr Flachdach, Folie, ihre obere vor Sturm schützen, was sonst der Kies mit seinem Gewicht machen müsste. Wenn Sie in Bocholt sind, gibt es dafür sogar Zuschüsse von der Stadt Bocholt. Da, wenn Sie solche Zuschüsse haben möchten, wenden Sie sich an Frau Teurich. Telefon 02871 Bocholt
953137. Es gibt ein kommunales Förderprogramm für Gründächer. Jo, wenn Sie ein Flachdach haben, was nur wenig gedämmt ist, 1950er, 60er Jahre, nur sehr mittelprächtig gedämmt ist, 1970er, Anfang 80er Jahre, oder wenn es sowieso fällig ist, weil die Dachhaut nicht mehr dicht ist, dann sollten Sie Ihr Flachdach möglichst richtig dick dämmen. Das erhöht Ihren Komfort im Sommer und im Winter, es verringert Ihre Heizkosten und Sie tragen dazu bei, weniger CO2 zu emittieren. Wählen Sie eine Lösung, deren U-Wert nachher kleiner 0,14 ist. Dann sind Sie in einer richtig guten Qualität, mit der Sie zufrieden sein werden vom Wohnkomfort und wo Sie auch die Zuschüsse mitnehmen können. Und sollten Sie mit Ihrem Dach vorhaben, Photovoltaikanlagen mal später draufzupacken, dann besprechen Sie dies mit Ihrem Dachdecker gleich von Anfang an, denn deren Gewicht, deren Verankerung gegen Windlasten und wo die Kabel durchgehen, das muss alles frühzeitig eingeplant werden, dass Sie dann nicht später wieder einen Problempunkt schaffen, den Sie einfach hätten vermeiden können. So, jetzt kommen wir wirklich auf die letzte Seite des Videos, wo ich Ihnen noch ein paar Informationen geben möchte über weitere Fachinformationen und weitere Videos, die Sie im Internet angucken können. Das ist zunächst unsere Website nei-dt.de. Ich schiebe die mal hier ins Bild. Wenn Sie die gewählt haben, kommen Sie auf diese Startseite. Hier gibt es die Rubrik Fachinformationen und wenn Sie die mit der Maus drauf gehen, gibt es ein Untermenü Altbausanierung oder auch Neubau oder was anderes. Bei Altbau klappt ein weiteres Untermenü auf, welches Altbaubauteil Sie, Entschuldigung, das geht ein bisschen hakelig, welches Altbaubauteil Sie Informationen haben möchten. Nehmen wir mal an Kellerbauteile, ein weiteres Untermenü, welches Kellerbauteil, zum Beispiel die Kellerdecke. Und bei Kellerdecken noch ein Untermenü, welche Art von Kellerdecken, zum Beispiel die Betonkellerdecke. So, wenn Sie dann da draufklicken, kommen Sie auf eine Seite über nachträgliche Wärmedämmung von Betonkellerdecken. Wenn es zu diesem Bauteil und dieser Ausführung schon ein Video gibt, steht es ganz am Anfang, dann haben Sie es gleich gefunden. Wenn es noch kein Video gibt oder auch unabhängig davon, können Sie natürlich in aller Ruhe hier den Text durchlesen, Skizzen, Fotos, sonst was angucken und weitere Links benutzen, die zu diesem Themenbereich gehören. Und am Ende gehen Sie wieder zurück zur Fachinformation Altbausanierung und gucken sich das nächste Bauteil an, bei dem es bei Ihnen vielleicht in Frage kommt. Ja, das ist also das kostenlose Informationsangebot, das Sie im Internet nutzen können. Wenn Sie Energieberatung brauchen oder wünschen, bieten wir auch Energieberatung an. Die kostet dann Geld, es sei denn in Bocholt oder Detmold, wo die Stadt das finanziert. Aber sonst überall kostet es Geld, weil wir müssen ja von irgendwas leben. Informationsangebote über unsere Energieberatung finden Sie auch auf unserer Website, dann aber bei Dienstleistungen. Wenn Sie da drauf gehen, haben Sie unsere Dienstleistungen im Angebot und auch Untermenüs, ob Altbau, Neubau, Messungen oder Vorträge oder was auch immer. Und da können Sie sich dann auch durchhakeln. Der letzte Punkt ist, wenn Sie eine geförderte Sanierungsmaßnahme oder einen geförderten Neubau machen wollen, brauchen Sie ja für bestimmte Fördervarianten einen Energieeffizienzexperten. Da sollten Sie immer einen aus Ihrer Nähe nehmen, weil das immer am günstigsten ist. Die Übersicht der Energieeffizienzexperten finden Sie auf der Website www.energieeffizienzexperten.de. Die zeige ich Ihnen auch mal ganz kurz. Die habe ich ja schon vorbereitet. Die sieht so aus. Da können Sie auswählen, was für eine Art Bauherr Sie sind. Und wenn Sie dann weiterklicken, müssen Sie Ihre Postleitzahl eingeben und können noch ausgucken, ob Sie bestimmte Filter setzen wollen, was für Menschen Sie möchten, was für Menschen Sie nicht möchten. Und dann kriegen Sie angezeigt, welche Energieeffizienzexperten es in Ihrer Nähe gibt. Und mit denen können Sie dann in Kontakt treten. Ja, dann hoffe ich, dass Sie für Ihr Sanierungs- oder Bauvorhaben erstmal eine ganze Menge brauchbare Informationen erhalten haben, dass Sie nicht erschlagen wurden von der Informationsfülle. Wünsche ich Ihnen gutes Gelingen Ihres Vorhabens und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.